dasjenige, was Kunde geben möchte von je nach Tiefe der Wirklichkeit. Ganz richtig. Genau. Und dann würde Ja. ich gerne nochmal mit dir tiefer reingehen in das ganze Thema des Wirklichkeitsverlustes, weil wir ja mit, also wir sagen mal, die abstrakte Naturwissenschaft und alles, was dazugehört, ist tatsächlich die de facto Autorität der Welt. Diese Autorität erlebt jetzt, wie der Stanford-Professor Ioannidis sagt, ein absolutes Evidenzfiasko. Also die Evidenzen, die sie meinte zu haben, krachen Ja. ein. Und zwar auch selbst statistisch und so weiter, ist das völlig ab vom Schuss gewesen, was hier Vom gesagt Schluss worden ist ist. gut, interessant, diese militärischen Kategorien, die man Ja, da vom Schuss. verwendet, ja. Und auch die ganzen Prognosen waren Ja. absoluter ab vom Schuss. Übrigens auch gar nicht gemacht von Epidemiologen und so weiter, sondern von Ja, Mathematikern, klar. Physikern zum Teil. Ja, überhaupt, die Mathematiker, Physiker spielen überall eine Zentrale, auch in der Das ist auch ein Bankenkrise. Scheitern der Ja, ich würde Mathematik. mal sagen, das wissen viele gar nicht. Überall sind Mathematiker und Physiker. Diese irrwitzigen Finanzmodelle sind ausgerechnet von abstrakten von Physikern und Mathematikern. Genau, und genau da sehen wir jetzt eine totale Aufblähung des Finanzsystems. Es wird hier praktisch völliges fröhliches Gelddrucken betrieben, mehr oder weniger auf Ja. Zentralbankniveau. Wir haben ein absolutes Aufblähen der Zahlen, Das ist richtig, die ja. Verhältnisse und überhaupt die Ja. Verhältnismäßigkeit, die Rationalität von allem steht also umfassend in Frage. Alles wirkt eigentlich geisteskrank, was wir hier erleben. Und ich würde gerne nochmal mit dir richtig tief reingehen in das Thema Wirklichkeitsverlust Gut. und warum die moderne abstrakte Naturwissenschaft, inwiefern sie auf Wirklichkeitsverlust aufbaut und vielleicht Elemente dieses Wirklichkeitsverlustes Okay. auf Okay. Dann ist natürlich die Grundfrage, die man jetzt stellen muss, wenn wir von Wirklichkeit reden, was meinen wir damit?